Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil Terraria. Wie ihr seht, wir haben hier gerade Zuwachs gekriegt. Der Logan ist wieder aus seiner komischen Unterwasser... Ja, und aus seinem Unterwassergefängnis rausgekommen. Und ja, wollen wir weiter schauen. Und erstmal hier Zombies killen. Die geben mir tierisch auf den Keks. So. Hast du meinen Stab genommen? Dann das? Ein Stab, mit dem ich den Schleim holen kann? Ich habe hier keinen Stab. Ich habe Demon's Eye Banner. Ja, kein Ding. Ich habe nix. So. Wollen wir das denn hier als unsere Hauptbasis nehmen, oder? Können wir machen. So. Naja, wir werden das ja wahrscheinlich eh expandieren, wenn dann die der Zuwachs kommt, ne? Was für Zuwachs? Hab ich dir noch erzählt mit den NPCs? Achso, die Geschichte. Alle ihr eigenes Haus. Die Geschichte. Sag mal, man hat doch, wenn man das Inventar aufmacht, Ja. Rechts diese komischen drei Spalten, wo auch die Rüstung drin ist. Genau. Wie kann man davon zum Beispiel von dem hellblauen aufs grüne wechseln? Ah, okay. Skillos have joined the yellow party. Ah, okay. Was steht da hier? Gar nichts. Aber ich zieh mich wieder um, das sieht blöd aus. Hey, wo ist mein Helm hin? Mein Helm ist weg. Den hast du noch auf. Nee, mein normaler Helm. Nicht das komische Ding hier. Schon wieder der Zombie vor uns reingekommen. Ich weiß es nicht. Na toll, da muss ich mit dem muss ich mit dem gelben Regenhut hier durch die Gegend watscheln. Ach, da kommen die her. Okay. So, blödes Vieh. Hau ab. Was hast du dir denn gebaut? Wie gebaut? Kletterparcours. Hier vorne. Ach so, das Ding da oben? Genau. Das ist von, dass ich da oben die Bäume abholzen konnte. Also ich will meinen Holzhelm wieder haben. Aber kann ich mir auch einen Tinhelm bauen? Aha. Aber dafür brauchst du einiges an Tin. Ja, ich meine, wir haben ja genug Tin. Ich glaube, das hatte ich alles in die Kiste geschmissen. Und das habe ich dir gerade alles weggenommen und mir eine Axt davon gemacht. Du Knallschote. Dankeschön. Ach ja. Dann muss ich wohl Neues suchen. Wollen wir nach links oder nach rechts weiter? Ich lege erstmal ein paar Sachen hier in die Kiste. Alles klar. Ach, da ist auch mein Stab. Ja, gut zu wissen. Ich hab hier noch einen Helm für dich. Ein Holzhelm? Ja. Her damit. Ein Moment. Kann ich diesen blöden Hut nämlich wieder ablegen? Du ihn in die rechte Kiste. In die rechte? Ja. Moment. So. Ach da. So. Jetzt sieht das auch wieder gut aus. Hä? Was sind das denn? Gelbe Delfine? Goldfisch. Habe ich das richtig gelesen? Ich habe so schnell nicht gelesen, wie ich die verkloppt habe.
Ich gehe mal nach links. Kommst du mit? Okay. So. So, die Frage. Kann ich hier... Ich störe das ein bisschen, weil wir haben hier direkt beim Spawnpoint haben wir Tin-Ohr und du kannst nicht abbauen. Ja, das ist natürlich blöd. Ich habe das ja unterm Spawn abgebaut. Ich glaube, der Spawn ist so 5x5 Blöcke, glaube ich, groß. Ja, das ist natürlich blöd. Oder 10x10 kommt er hin. Was baust du denn da? Wieso gehst du nicht unten durch die Höhle eigentlich durch? Weil die Höhle zu ist? Na. Was machst du da? Wie sollen wir denn dann nachher wieder hoch? Denk doch mal mit. Außerdem können wir den Schleim so einsperren. So, kommst du? Bist du noch da? Ja, bin noch da. Achso. Sand. Du hast mich eingesperrt. Nee, das ist Schneeblock. Was hab ich? Mich eingebuddelt. Das kann doch gar nicht sein. Doch. Nee. Das da träumst du nur. Das träumst du nur. Aber ich muss nochmal zurück, ich habe was vergessen. Komm dann. Okay. Ja, dann nehme ich noch immer hier so ein bisschen Holz mit. Musst du ganz zum Haus zurück, oder? Genau. Ach, hast du einen komischen Stab vergessen, oder wie? Nee, nicht mein Stab, mein Regenschirm. Den braucht man ja auch unbedingt. Aua! Ja, weil vorhin war doch da eine tiefe, große Höhle. Ja, die ich ja gar nicht gesehen habe, weil du ja schon vorgelaufen warst. Hey, diese blöden Fische. So. La la la. Also die Fische wollen unbedingt wohl Ragu werden. Aua. Nimm noch mal das Holz mit. Ja. So, jetzt will ich mal irgendwas schauen. Ach, schade, unter Wasser funktionieren die Fackeln nicht. Es gibt so blaue Fackeln später, die funktionieren unter Wasser. Ach so. Ja, ich hätte nämlich gucken wollen, ob unter dem See irgendwie noch was ist, wo man das Wasser hätte reinlassen können. Na komm her, du blöder Schleim. Nicht fliehen. Es
das eigentlich, wenn man weit genug nach links läuft, dass man quasi rechts wieder ankommt? Geht aufs Ende. Hm? Ah, aufs Ende, wenn man ganz weit in einer Seite ist. Ach so. Ah, so tief war die Höhle ja doch gar nicht. Ich wollte sagen, zur Not kann man sich hier doch auch durchbauen. Ui, ich habe da was gesehen. War? Schwacher Heiltrank, ja super. Kupfermünzen, kann ich auch super gebrauchen. Wolltest du durch den Berg oder? Was hast du vor? Ich hole mir gerade nur ein bisschen Schneeblock als Bergerbe. Achso. Ja, ich meine, Dreck habe ich noch genug. Na. Hallo, ich will da hoch. So. Ich kletter mal den Berg hoch. Hui. Abwärts. Das sieht ja geil aus. Oh, guck mal, ein Wasserfall. Kann ich gerade nicht, ich muss noch Bäume abbauen. Ah, das ist ja geil. Ich nehme, wie gesagt, einfach mal alles Holz mit, was hier rumliegt, ne? Mach das. Machst du da unten Dosen werfen oder wie hört sich das an? Da sind ganz viele Fässer, die ich kaputt machen kann. Hm. Oh, es geht hier sehr tief runter. Ja, ich versuche hier gerade irgendwie wieder hochzukommen. Oh, ich habe ein Herz gefunden. Was? Das ist so ein Herzkristall. Kannst du halt abbauen und dann kriegst du permanent mehr Leben. So, das ist auch nicht verkehrt. Ich glaube, den gebe ich sogar hier mal, weil du stirbst mir einfach zu oft. Wie kommst du denn auf die Idee? Ich sterb doch nicht oft. Ich fall einfach immer nur unglücklich. Fackel hinsetzen. Oh, es gibt Eis, wenn man damit Schwung drauf fliegt, dann bricht das. Ja, das ist doch auch mal nice. Die Physik in dem Spiel ist eigentlich ganz schön nett. Ja. Bist du eigentlich aus dem Schneebiom schon wieder raus? Ich bin gerade so ziemlich 1000 Meter unter dir. Wie bitte? Ich bin gerade in einer sehr tiefen Höhle, die ist schon tiefer als wir je waren. Was machst du da unten? Du bist nach links gegangen, während ich nach rechts gegangen bin. Ah, okay. Ich bin nämlich aus dem Schneebiom schon wieder raus. Und vergiftet. Das ist ziemlich blöd.
Hier stehen noch ein paar Kisten, hier so ein paar Fässer rum. Aber nicht wirklich was Brauchbares drin. Schwacher Heiltrank. Kupfermünzen, Silbermünzen. Leute, ich wurde getötet. Nein, präzise gesagt, wurdest du in Hackfleisch verwandelt. Bist du noch an der Oberfläche? Ich bin noch an der Oberfläche, ja. Dann kannst du mir gleich einmal folgen, wenn du zurückkommst, da wo. Ab, du blöder Schleim. Ich glaube, du musst schon eher zu mir kommen, weil ich dich so sonst nicht finde. Komm einfach wieder nach rechts. Du bist... Ich bin ziemlich weit links. Bleib einfach erstmal du stehen und dann warte ich da, wo du hinkommen sollst. Ja, Moment, ich will mir eben eine Truhe holen. Holzpfeile, Fackeln. Gegner! Also es bringt nichts mit Dirtblöcken auf Schleime zu hauen. Habe ich festgestellt. You don't say. Vor allem könnten die mal aufhören, ich will in Ruhe in die Kiste gucken. Oh Mann, ihr... blöden Schleime. So, jetzt. Da wo ich jetzt bin, müsstest du hinkommen. Ja, ich komme da gleich hin. Ich will nur eben in Ruhe in die Kiste gucken. Juhu, 5 Granaten. Und 49 Wurfmesser. Kannst du mir gerne geben. Du kannst du gerne kriegen. Und eine Truhe habe ich noch mitgebracht. Aua. So, jetzt muss ich dich nur noch finden. Na. Ich sehe mal wieder gar nichts. Bin gleich da. Ich werde hier gerade massiv von Augen angegriffen. Hat nur noch 7 Leben. Problem. Ich bin getötet. Sehr schön. Und da kann ich ja eben noch ein paar Sachen in die Kiste reinlegen. So. Granaten. Wurfmesser. Wird auch schon wieder hell. Okay. Demon Eye Banner braucht doch kein Mensch. So, also ich habe jetzt 314 Holz. Gut. Wenn wir einiges haben bauen. Ja. So. Ah. Die mal wieder dahin. Ich
Hier tummeln sich gerade drei von diesen komischen Augenviechern vor unserer Tür. Aua. Ihr kommt hier nicht rein. Ich schwinge mein Schwert, ich schwinge mein Schwert und hau euch alle kaputt. Aber so ein Eisenschwert wäre schon cool. Vor allem dieses Geräusch, wenn du mit dem Schwert auf diese Augen drauf haust, das ist schon etwas strange. Ganz toll, ich bin gerade irgendwo eingesperrt. Seh nicht wo. Das ist blöd. Ah. Du komisches Auge, jetzt lass dich doch mal kaputt hauen. Zoom mal eben raus, um zu gucken, wo du bist. Ich sehe dich nicht mal mehr auf der Karte. Ich bin ziemlich weit unten. Unten? Ja. Kann ich die Karte auch irgendwie bewegen? Nee. Doch, musst du gedrückt halten und ziehen. Du kannst ja. M drücken, ne? Ach, okay. Wie kommst du da denn hin? Wenn du nach links gehst, ne? Ja. Dann geht das in das Schneegebiet rein und dann ist ja dieser eine sehr große Hügel, wo du am Anfang drüber bist, ne? Ja. Und dann ist da so ein Tunnelsystem, das nach unten geht. Ich komm da mal hin. Ich komm da mal hin. Ne, hier geht's ja gar nicht raus. Ich bin auch schon runtergefallen, also ich werde wahrscheinlich nicht mehr an die Oberfläche kommen können. Ja, bau dich doch einfach hoch. Wo ist denn das Problem? Alter Vater, ey. Sehr weit. Sehr, sehr weit. Ja und? Dafür bin ich zu faul. Dafür sind hier gerade zu viele gute Sachen. Das heißt ja nicht, dass du dich in 2 Minuten wieder hochbauen musst. Oh, ich hab schon Karten. Okay. Oh, nice. Kann man das nachher für irgendwas gebrauchen? Ja, frag mich aber nicht wofür. Ich frag dich aber wofür. Nee, lass uns bitte. Nicht. Und ich habe Gold gefunden. Ja, ich habe hier gerade einen Zombie und 2 Augen gefunden. Aua. Blöde Viecher. Noch ein Zombie. Wollen die alle von mir? Also eins weiß ich, ich brauche definitiv was mit mehr Schaden. Ich glaube, ich bin gleich tot. Und tot. Auch schön. Wurde durch. Ich glaube, ich rush da jetzt einfach durch. So, ich bin zurück.
Ah, hi! Hi. Hi, De Witzker, Herr Kapitän. Ich hab irgendwie festgesteckt und konnte auch mich nicht mehr hochbewegen. Ach so. Also ich hab mir jetzt unterstellt, ich würde hier den Krieg ausmachen. Hm. So. Ich hab da nochmal eine dritte Kiste hingestellt. Ja. Die habe ich so nebenbei gefunden. Ja. Zombie-Banner. Linse. Braucht doch kein Mensch. Umbrella Head. Diesmal bringe ich meinen Hut aber vorher in Sicherheit. Guck mal! Hey, Mr. Zombie-Mann, halt doch mal die Klappe. So, mir reicht das jetzt hier, dass ständig Zombies an die Tür klopfen. Hallo. Hast du ein bisschen Holz für mich? Moment. So. Ich hab mal eine Mauer gebaut, wa? Geht gleich. So. Du? Hast du ein bisschen etwas Holz? Oh, Sternschluppe. Ja, hatte ich vorhin auch gesehen, aber dann wurde ich getötet. Kann ich denn den Stack aufteilen? Rechtsklick. Ah, okay. Wie viel Holz brauchst du denn? Viel wie möglich. Was hast du denn vor? Ausrüstung und so. Achso, ja dann. Habe ich dir die Kiste geschmissen. 314 Stück sollten reichen. Was wollen wir denn jetzt eigentlich mit dieser Höhle hier machen? Weiter erkunden. Okay. Oder wollen wir erstmal in die große Eishöhle? Ja, wir haben Plan, wenn wir da lebend hinkommen. Okay. Mach ich mir eben noch ein paar Sachen. Ja, ich wechsle mal eben wieder meinen Helm. Dieser Umbrella-Head sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Ach, hast du auch so ein Ding? Wo willst du denn hin? Hallo? Let her go. Ach du, der kommt da sowieso nicht drüber. So. Eishöhle war links rum, ne? Ja. Ja, dann auf ihn mit Gebrüll. Komm. Wo ist eigentlich jetzt dieser komische Lebensdingenskirchenstern, den du hattest? Habe ich verloren, als ich gestorben bin. Oh Mann. Auch wenn man eigentlich keine Items verliert, aber ich weiß nicht, warum das passiert ist. Ja, das hatte ich vorhin auch. Da lag auf einmal ja der Hut in der Kiste. Absaufen. Warte mal einen kleinen Moment. So. Ich mach mal die Wasserflächen hier zu, dann kann man da schneller rüber. So. Da vorne bist du schon ganz. Lass mich in Ruhe, Schleimball. Aua.
Bist du jetzt in die Höhle reingegangen, oder? Nein. Bist du erstmal über den Berg gehüpft? Ich stehe hier. Ja, ich bin gleich da. In ganz, ganz wenigen Augenblicken. Aua. Ich höre dich doch schon wieder Monster slashen. Hallo. So. Die geht sehr tief runter. Folgt mir am besten. Es geht aber ja noch. Ja, das ist gerade mal ein Drittel von dem, was ich erkundet habe. Ich stelle noch mal eben eine Fackel auf. Okay, brauche ich auch mal wieder. Ja, ich habe noch 48 Stück. Ah, ich habe jetzt 100. Ah. Kann ich noch welche nachmachen? Gebacher? Ich habe kein Holz mehr. So. Thank you. Da. So. Das 99 ist das Maximum, ne? Ja. Ja gut, dann habe ich jetzt 197 Stück. Dann kann ich auch hier mal ein paar setzen. So, ich muss noch eben hier einen Schleim bashen. Hey, der haut ab. Vorsicht, links ist eine Pfeilfalle. Eine Pfeilfalle? Ja. Okay. Was macht die da? Wenn du auf eine Druckplatte trittst, dann... Wo ist die denn? Kannst du die nicht abbauen? Kiek. Es ist nicht so effektiv, mit Fackeln auf Monster einzuschlagen, oder? Hab ich das gemacht? Aua! Nee, ich. Und noch eine Fallfalle. Wie weit geht's denn hier runter? Noch. Wir haben jetzt zwei Drittel von dem. Weil ich gerade unten war. Okay. Aua, 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 aua! Hilfe! Was? Ich war vergiftet. Ich komme gleich wieder. Ja, ich muss nochmal vom Spawn anfangen. So. Drei Eisschleime, wollte mich veräppeln. Na komm, spring. Kupfermünzen und Glibber. Aber ich finde auch cool, dass man aus Glibber Fackeln bauen kann. Hier läuft ein Pinguin rum. Oh, da unten ist ein Minenarbeiter-Zombie. Minenhelm.
Ich habe gerade einen Pinguin geköpft. Ich bin ja so brutal. So. Ich glaube, ich bin schon wieder relativ dicht an dir dran. Also ich hüpfe jetzt gerade über den Berg drüber. Moment. Also ich sterbe. Ja, du kannst zur Not auch was essen, glaube ich, ne? Also bei mir hat es gerade funktioniert. Der hat Lebensenergie zurückgebracht. Ich habe einfach einen Pilz gegessen. Ich bin tot. Ist noch nichts. Ich bin zwei Leben überlebt. Ja, wie gesagt, sonst ess doch was. Ja, ich hab nichts zu essen. Ja, ich warte, ich komm irgendwie, versuche ich zu dir zu kommen. Ich hab mich jetzt gerade eingebaut und generiere einfach Leben. Oder so. Ich renne hier einfach gerade lustig den Berg runter. In der Hoffnung, dass ich dich irgendwo finde. Ich kann dir ja den Weg weisen. Ja, ich hab dich schon gesehen. Die Sache ist nur, ich hätte da unten gerne eine Fackel. So. Okay. Ich glaube, ich laufe einfach deinen Fackeln nach. Ein dacheliger Eisschleim aus hier unten. Ah. Die Monster werden ja immer gemeiner. Jetzt, wie weiter man nach unten kommt, oder wie? Ja. Naja, irgendwann... Ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern soll, aber irgendwann gibt's eine Hölle. Ah, okay. Was war das denn? Scheiß Pfeilfalle, ich war direkt über dir. Lol, ein drehendes Schaf. Ja. Oh Mann. So eine Scheiße. Auf gut Deutsch gesagt. Oha. Ja. Sonst wollen wir gleich noch ein kleines Päuschen einlegen. Können wir machen. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und dann bis nachher. Ciao.